Es ist Zeit. Ja, ja, geht ruhig alle vorbei. Ruiniert die Stimmung. Wartet ihr eigentlich immer genau, bis es losgeht, bevor ihr anfangt, hier durchzutrampeln? Oder ist es? Naja, ihr könnt ja auch nichts für. Hallo, herzlich willkommen zu dieser äußerst stimmungsvollen Einleitung hier direkt aus dem Durchgangszimmer der Rocket Beans. Wenn es ein Zimmer gibt, wo alle Menschen durchlaufen, egal was sie machen, selbst wenn sie eigentlich drei Hausnummern weiter links gebraucht werden. Sie müssen mindestens einmal durch meine Sendung laufen. Wir haben heute was ganz Besonderes und ich freue mich tierisch. Wir haben Outlast 2. Und vor allen Dingen haben wir es diesmal relativ früh und nahe am Release-Termin für euch. Wir haben heute eine sehr, sehr lange Session hier geplant. Hatten auch schon Probleme mit der PC-Version, die nicht so gut lief wie die Konsolen-Version, die wir jetzt installiert haben. Das als kleine Randnotiz für euch. Und wir wollen heute lange, lange, lange spielen. Wir werden das natürlich wie immer in einzelnen After-Dark-Stündchen abhandeln. Aber nur damit ihr es wisst, dass das Ganze ein riesiger, langer Abend wird, für mich zumindest. Und ich selbst als absoluter Neuling in der Outlast-Welt bin sehr gespannt. Ich habe den ersten Teil. Ich weiß, dass der erste Teil fantastisch ist. Ich weiß, dass ihn alle gefeiert haben. Da sind wir ein bisschen spät erst zum Thema gekommen und haben dann das Spiel ein bisschen verpasst. Dadurch habe ich einfach nur mal reingespielt. Ich habe die erste Stunde gespielt, ich habe grob verstanden, worum es geht. Weiter habe ich aber nicht gespielt. Und deswegen glaube ich, werden viele der Schockeffekte und Gameplay-Elemente mir immer noch neu vorkommen. Das nur für euch als Hintergrundwissen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir gar nicht mal, fangen wir jetzt nicht an, weiter rumzulabern, hören damit auf und starten direkt in Outlast 2. Ich bin sehr gespannt, ich starte ein neues Spiel. Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, die Schwierigkeit. Ich meine, wenn normal das Kleinste ist und dann geht es schwierig, Albtraum und Wahnsinn. Also, ist natürlich die Verlockung groß, einfach auf schwierig zu gehen. Aber seien wir doch ehrlich, ich kenne das Spiel nicht, habe den Vorgänger nicht gespielt. Bleiben wir mal lieber bei normal. Oh, sehr gut. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. So, exakt dieselben Inhalte wie mein Wochenende. Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Lauft, ihr Narren, um es mit Gandalfs Worten zu sagen. Jetzt bin ich total gespannt. Das war ja schon mal ein guter Einstieg. Und jetzt weiß man immerhin, dass wir keine Kämpfer sind. Ich erwarte jetzt also kein Resident Evil 7. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to- Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good! Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman,
Here for newstomorrow.net. Okay, deswegen bin ich kein Kameramann. Supai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from here. Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! No, fuck. Das ist mein absoluter Albtraum. Das war doch schon mal ein sehr stimmungsvolles Intro und ein interessanter Szenenwechsel. Gute alte Blutfontäne aus Shining von Kubrick hat auch hier mal wieder zugeschlagen. Ich nehme an, dass Jessica noch relevant werden wird, sonst hätte man das jetzt nicht mehrfach schon im Intro erwähnt. Aber first things first, denn wir sind gerade mit einem Helikopter gecrashed und das Gute ist, wir haben überlebt und wie jeder gute Kameramann. Merkt euch das, liebe Kameramänner, die ihr jetzt gerade zuschaut. Nehmt ihr auch die Technik mit. Es ist wichtiger, dass die Technik überlebt, als dass ihr selbst überlebt. Schützt die Technik mit eurem Körper, wenn es sein muss. Okay, jetzt bin ich hier, könnte natürlich runterlaufen. Okay, hier geht's auch. Da haben wir uns echt einen schlechten Landeplatz ausgesucht, gerade hier mitten oben auf dem Berg. Soweit die klassischen Tutorial-Einleitungen, die ich schon morgen wieder vergessen haben werde. Dann frage ich immer, wie kann ich nochmal springen? Ah, sehr interessant. Wichtige Ereignisse sollten aufgenommen werden. Drücke R1, um die Kamera zu aktivieren. Das finde ich eine nette Idee, auch um zu erklären, warum man überhaupt hier ist und was man dann letztendlich mit dieser Kamera macht, finde ich ganz schön eingebettet in die Story. Ist da noch einer drin? Ich hoffe nicht. Mal kurz mal
ins Inventory gucken. Ah, hier sehen wir alles. Das ist ja spannend. Okay, Verbände, Batterien. Das ist ein bisschen wie in Alone in the Dark. Ich weiß nicht, welcher Teil. Ah, hier sind auch meine Schnipsel. Es gab einen Teil, wo man einen Mantel anhatte und sich links und rechts in den Mantel seine Crafting-Materialien stecken konnte und dann zwischendurch wirklich auch aus dem Mantel heraus was basteln konnte. So, jetzt habe ich kurz eben... Ah, okay. Rechtes Stick rein ist es. Kurz eben erklärt bekommen, dass man eben die Nachtsicht anmachen kann. Was natürlich auch überhaupt wahrscheinlich der Grund ist, warum wir in der Story diese Kamera dabei haben. Damit wir hier die Nachtsicht aktivieren können. Das hat er sehr smart erkannt. Das ist ganz sicher nicht beim Absturz passiert. Er ist nicht zufällig auf diesen Baum gestürzt und hat sich mit Kabeln umwickelt. Und ist er nicht, oh Gott, der ist nackt, oder ist es da sein, ach, der Lörris und oben drüber noch die, uiuiuiuiui. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Batterie nicht komplett verbrauche. Ist natürlich ein wunderbares Horrorelement in diesem Spiel, dass man nicht immer alles sehen kann. Das wird sicher noch sehr, sehr spannend. Ich könnte jetzt auch nachladen, aber lieber warte ich noch, bis die Batterie wirklich komplett leer ist. Ich scheine ja nicht so viele zu haben. Oh oh, ach, da runter geht's. Ah, immer schön filmen. Das wird mein großer Durchbruch, dieser Film. Allein im Horrorland werde ich ihn nennen. Und er wird Oscars gewinnen. Es scheint ein ganz schön heftiger Wind zu wehen. Das Bild vibriert sogar ein bisschen. Interessante Designentscheidung finde ich, die Stimme des Protagonisten nicht zu vertonen. Sowas gibt es eigentlich nur bei kleinen Indie-Titeln und bei Nintendo. Muss ich nochmal überlegen, ob das letzten Endes nicht eine mittelgute Entscheidung ist. Ich finde es persönlich immer schöner, wenn man, gerade wenn der Charakter in der Zwischensequenz auch redet, wie hier im Intro. Aber ist eigentlich natürlich auch nicht so wichtig. Okay, jetzt muss ich nachladen. Der beste Moment, um nachzuladen. Da hätte jetzt alles passieren können. Ah, das sieht aus wie dasselbe Riesenkreuz, was ich gerade in meinem Flashback aus der Schule erinnerte. Oh, fuck. Meine liebe, süße Mi, oder ich kann es nicht lesen. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis an jenem Tag Trost in den Armen Papa Knotzens. Das kann nicht sein Name sein. Knotus. Papa Knotus findest. Für immer dein Tom.
Daraus kann man sich natürlich jetzt ein bisschen was erschließen. Offensichtlich wurde er vielleicht gezwungen, vielleicht überredet, seine Kinder zu opfern. So habe ich es zumindest verstanden und hat sich dann noch selbst umgebracht. Und dann denkt er, so ein läppischer kleiner Bußbrief am Ende würde ihn vor den ewigen Höllenqualen bewahren. Ha, na vielen Dank. Das kannst du aber knicken. Da kannst du dir aber jetzt, das Kreuz hätte mindestens 5-mal so groß sein müssen. Das, so funktioniert das nicht. Da musst du schon ein bisschen mehr bieten. Gut, die Batterie habe ich mir geholt. Kurz nochmal schauen, weil es mir gesagt wurde, wie viel ich habe. Links eine Batterie, ja, nur eine. Oh, fuck! Ah, oh, das ist so ein typisches Hillbilly-Ding wieder. Wo sie alle irgendwie schon Bock haben, mich zu kreuzigen. Als Opfer für irgendwelche fiktiven Götter. Na, vielen Dank, da habe ich ja schon richtig Bock drauf. Überall auch schon Kreuze und Gräber. Ah, sehr schön. Das ist natürlich auch wichtig und war auch ein sehr prominentes Element in Outlast 1. Okay, die Tür geht nicht auf. Kann ich nicht hier rein vielleicht? Nee. Ich sehe das da hinten schon. Oh, den sehe ich auch. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Oh, okay. Ah, okay, ich kann mit R1 auch immer die Kamera ausmachen. Das ist gut zu wissen. Hört doch mal auf jetzt. Mir die ganze Zeit hier Angst zu machen. Das ist eine sehr schöne, sehr bedrohliche Stimmung. Und es erinnert mich vieles an Resident Evil 7, denn da sind auch ständig misshandelte Tiere halb geschlachtet und den Fliegen zum Fraß vorgeworfen. Und natürlich sind da auch wieder ähnliche Hillbillies. Das scheint so ein Gesetz zu sein, das Gesetz der Dörfer. Wenn man irgendwo alleine ist, wird man langfristig wahnsinnig. Zu viel Religion oder irgendwelche Totenkulte ist immer ein großes Problem auf dem Dorf. Deswegen schaffen die es auch nicht. Deswegen werden die keine Stadt. Das klang überhaupt nicht cool und normalerweise würde ich mich davon jetzt sehr weit entfernen und wieder in diese Richtung gehen und mich in mein warmes Helikopterwrack legen und langsam rösten. Aber ich habe diese Wahl leider nicht. Alter, ich kann hier in diese ekelhafte Tonne rein, das ist ja geil. Okay. Und dann spähe ich hier so schön raus. Hallo, niemand sieht mich, ich bin Tonno. Der Verstecker. Okay, ich will sie raus. Gut zu wissen. Muss noch lernen, welche Dinge aufgezeichnet werden und welche nicht. Das hier scheint, obwohl ich es doch als sehr wichtig empfinde, nicht wichtig genug zu sein. Ist ja nur eine verbrannte Leiche mit einer Babypuppe. Habe ich jeden Tag. Kurz noch mal überlegen, bevor ich da reingehe. Ich kann doch bestimmt auch, sieht man hier ranzoomen. Ah, so. Ja, okay. Da macht die Kamera oder ergibt die Kamera natürlich noch viel mehr Sinn. Ist ein schönes Konzept. Muss man echt sagen. Und das Bizarre daran ist, finde ich, dass es ja bekannt ist, dass Menschen in Notsituationen gerne durch ihr Handy gucken, gerne aufzeichnen, gerne etwas vor sich halten, wie ein, ah, hier kann ich auch rein, ja, wie so ein Filter zwischen sich und der Wirklichkeit, auch weil man es auf diese abstrakte Art leichter verkraften kann, was da vielleicht gerade vor einem passiert.
Und hier ist es irgendwie ähnlich, nur dass man ohnehin schon die erste Hürde ist der Fernseher zwischen mir und dem Spiel. Und die zweite Hürde ist dann die Kamera. Und es ist schon interessant, drüber nachzudenken, ob ich hier weniger Angst habe, wenn ich die Kamera benutze, als wenn ich sie nicht benutze. Müsste ja eigentlich derselbe Effekt sein, dass ich mich hier sicherer fühle, weil ich es von einer gewissen Distanz beobachte. Aber nein. Einziger Unterschied für mich ist das HUD, die Nachtsicht und das Ranzoomen. Eieiei, bei dem hätte ich mir das lieber sparen sollen. Der hat auch nur ein Auge. Komm, kann man mal ein Auge zudrücken, ne? Haben sich seine Eltern gedacht. Und gleich zwei unterschiedliche Amulette. Das eine ist ein Kreuz, das andere weiß ich nicht. Das Antikreuz. Lieber Vater, nehme ich das gerade auf? Ja, macht er wohl. Oder muss ich hier noch drücken? Nee, macht er automatisch. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbe den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich den brennenden Sonnen, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Ach, die Glieder waren sein Schlong und waren bereit für die Zeugung. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, metaphorisch. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen und ich sah mich selbst wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendet und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erst erschlagen werde. Das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Sehr interessanter Text, der auch schon sehr viel schließen lässt auf das Mindset der Person, die hier gelebt hat in dieser überschaubaren kleinen Hütte, in der an jeder Ecke irgendein Kreuz hängt. Ja gut, hier vielleicht nicht. Aber es ist schon alles sehr christlich eingerichtet. Und es erinnert mich ein bisschen an Stephen King Romane. Ups. So. Ein bisschen an Stephen King Romane, wo es auch immer dieses klassische Rollenbild der übertriebenen religiösen Fanatikerin gibt. Meistens aus dem Christentum. Und oft immer mit so einer kompletten Hingabe und völlig übertriebenen Feierei von religiösen Inhalten. Völlig ungeachtet der Tatsache, dass Gott ja eigentlich oder Jesus ja gesagt hat, komm, lass mal fünf gerade sein, Hauptsache du bist kein Arschloch. Und dann kommen wir schon klar miteinander. Aber nein, das sind dann immer die religiösen Fanatiker, die müssen besser sein als andere, die dieselbe Religion haben. Und deswegen findet man Mittel und Wege, um sich über andere zu stellen, egal ob man dieselben Inhalte eigentlich teilt oder nicht. Ha! Ficke Scheiße! Nicht damit gerechnet. Das ist wieder derselbe Typ, ja. Muss wohl jeder mindestens ein Porträt von dem einäugigen Fettback bei sich hängen haben. Ist wahrscheinlich so eine Art wie Chef dieser Community hier. Wie er das geschafft hat, weiß ich auch nicht. Aber der hat sich hier ganz sicher mit all seinen
Jüngern eingenistet. Das Headbobbing ist auch sehr schön umgesetzt, die Kopfbewegung, wenn man sich bewegt und läuft, ob man rennt oder normal. Satanas Inimical Day. Uiuiui, das ist jetzt wird sehr interessant, denn jetzt werden wir uns hier diesen Gang mal genauer angucken. Aber vorher hat der Gott die Werbung gepackt. Und was wären wir, wenn wir mit derartigen Vorgaben, wenn wir uns daran nicht halten würden? Das sind die 10 Regeln der Werbung. Gucke sie, klicke sie nicht weg. Wenn sie 5 Minuten geht, guck sie 5 Minuten lang an. Und ansonsten bleib einfach auf diesem Kanal. Und so sprach Simon der Herr. Und so ward getan. Und nach der Werbung haben wir uns wieder gesahen. Bis gleich. Zurück bei After Dark mit einem Spiel, das mich schon in den ersten 20 Minuten in seinen Bann gezogen hat. Outlast 2. Ein Spiel voller Jumpscares. So viel habe ich schon mitbekommen und so viel kann ich mir auch selbst zusammenreimen. Ein Spiel, bei dem Religion eine gravierende Position einnimmt und ein Spiel, bei dem ich gelernt habe, dass man die Kamera, die man bei sich trägt, pointiert einsetzen muss. Anders als hier, wo wir Dauerbeschallung haben, kann man hier, ist ja leider ohne Kabel, nur so lange weitermachen und weiterfilmen, wie die Batterien laufen. Da wir aber natürlich immer wieder mal die Nachtsicht brauchen und ähnliches oder den Zoom, sollten wir aufpassen, das nicht alles direkt zu verbrennen am Anfang. Außerdem habe ich mich vorhin noch beschwert, dass der Charakter keine Stimme hat. Da haben wir gerade gemerkt, das lag an uns. Wir haben aus irgendeinem Grund haben wir 5.1 eingestellt und die Stimme lag auf dem Center und deswegen hatten wir keine Stimme. Ich nehme an, dass sich das jetzt also auch anders zeigen wird, als wir es bisher gesehen haben. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und schön, dass ihr wieder da seid. Das ist der Gang, in dem wir uns gerade befinden. Hier muss ich irgendwie hin. Das hat schon direkt sowas Opferplatzartiges. Kurz ab und zu mal einschalten, okay, ist nichts. Ah, ein gemütlicher, schöner Kellertempel. Klage der Hebamme. Moment, so. Das Kind, es kommt. Bereit das Messer macht. Das Kind, es kommt. Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut, vergossen hier wird sein verschont. Das Kind es wächst, ihr Leib schwillt an, das Kind es wächst, der Höll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, frohe Dinge. Das ist doch mal so ein richtig schönes, so um in den Sonntag reinzustarten, so ein kleines, sehr schwer zu interpretierendes Gedicht für den Gläubigen von heute. Ja, ich würde mal sagen, wir haben eigentlich jetzt schon recht viel erfahren. Es ist sehr offensichtlich, dass hier Opfer, Teufelsanbeteropfer gebracht wurden. Die Feinde, die Kinder der Feinde scheinbar sind hier geopfert worden, so habe ich es zumindest jetzt interpretiert. Wie wir aber auch schon rausgekriegt haben, ist schwer zu sagen, wer hier eigentlich der Feind ist und wer geopfert gehört. Aber mit solchen Leuten kann man ja nie diskutieren. Die wollen ja immer nur opfern. Okay, jetzt hoffe ich natürlich, dass es hier Puppen sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht nicht so aus. Das ist ganz schön ekelhaft. Direkt hier mitten ins christliche Barbecue bin ich reingeplatzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja widerlich. Okay, ich laufe mal geradeaus.
Und ich werde beobachtet und verfolgt. Das ist keine geile Situation. Da hättet ihr nie gedacht, dass ich da vorbeikomme, an diesem Tor. Irgendjemand mit so einer richtig schönen Raucherlunge predigt hier. Und die Mucke tut ihr Übriges, um einem so ein richtig schlechtes Gefühl zu geben. Ist ja eigentlich keine Musik, ist eher ein Score. Einfach Effekte und Geräusche, halbwegs melodisch zusammengeklöppelt. Aber es verfehlt seine Wirkung nicht. Das kann ich... Ah, was denn? Was denn? Was? Ah, ah, okay, da ist einer. Hilfe! Was? Wo ist die Arschgeige? Wo ist da jemand? Hasenfußkretschmer rennt schneller als jedes Monster. Aber ist einer? Oh, okay. Der sollte mir nur Angst einjagen. Gut. Für eine Sekunde habe ich gedacht, ich hätte Angst. Aber das war natürlich nur kristallklares, herausragendes Schauspiel von mir. Ha, hab gar keine Angst gehabt. Oh, ist interessant. Ich kann keine Verbände mehr tragen, aber dabei habe ich bisher auch noch gar nichts, gar keine Verletzungen davon getragen. Aber das hat was Hypnotisches. Du willst Rocket Beans gucken. Ich will Rocket Beans gucken. Du willst Rocket Beans den ganzen Tag gucken, auch wenn du nicht daheim bist. Das werde ich tun. Ich will mir einen Rocket Beans Hashtag auf die linke Arschbacke tätowieren lassen. Ja, 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 das werde ich gleich machen. Ruft euren Tätowierer an. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Es ist 5:05. Dann muss dieses Tattoo fertig sein. Die Lichtstimmung ist super. Ich finde es sehr schön gelöst, wie man zwar einige Schemen erkennt, aber doch wirklich alles immer so ein bisschen im Dunkeln liegt und man gleichzeitig aber auch Angst hat, seine Batterie abzunutzen und deswegen eigentlich lieber im Dunkeln rumläuft. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ah, was denn? Wo? Was soll dieses Geräusch? Das kannst du nicht machen! Ich habe gerade erst angefangen! Ich habe gerade erst das Tutorial hinter mir! Und schon werde ich durchbohrt! Was soll das überhaupt sein? Die Kreuzhacke! Gottes Lieblingswaffe! Alter! Oh, das ist ganz schlimm, weil man ist so... Von 0 auf 100 wird man plötzlich verfolgt und die Musik tut ihr Übriges, um die Eier auf Haselnussgröße schrumpfen zu lassen. Habe ich die Batterie jetzt schon? Oh, muss ich alles nochmal einsammeln? Okay, das kann man sich auch mal merken.
So, jetzt weiß ich ja, dass er kommt. Komm doch, komm doch. Da bist du. Jetzt habe ich immer Angst. Da laufe ich jetzt einmal um die Scheiße hier rum. Und dann bist du plötzlich wieder weg, ne? Weil du ein Lappen bist. Angeber. So, ich muss nur dran denken, dass wenn ich das nächste Mal hier wieder rausgehe, dass der Kollege da ist. Warum gehst du jetzt nicht durch? Das ist komisch. Er will nicht durchs Fenster. Dabei weiß ich doch, dass das geht. Oh. Das ist sehr interessant. Aber ich will die Batterie haben, die da hinten liegt und blinkt für mich. Okay. Okay, jetzt muss ich kurz und ganz geschickt überlegen. Vielleicht gibt's hier... Nee, scheiße. Gibt keinen weiteren Ausweg. Der Weg ist versperrt, so wirkt es zumindest. Wenn ich da langlaufe, kommt er. Ja, ja. Aber wieso? Und wie? Ich bin doch viel schneller als du. Ich renn doch auf. Alter. Hui, 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 hui. Heilige Hostie. Das war jetzt aber... Das war jetzt uncool. Das macht mir ja richtig Angst. Ich dachte, das wäre mir so ein... Spiel. Aber es ist ja eher so. Okay. Bevor ich da jetzt reingehe, schaue ich mich jetzt erstmal kurz um. In die Tonne hier kann ich nicht rein. Ah, hier, okay. Das kriegen wir also gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Rennen, rennen, rennen und dann ganz schnell hier runter. Kommst nicht hin. Die Mauer aus Holz wird mich schützen. Ich habe überhaupt keine Angst gehabt, Vollidiot. Ist ganz wichtig. Der Teufel mag es nicht, wenn man ihn verhöhnt. So kann man ihn treffen. Okay, brauche ich das Ding vielleicht zum Betreten der Leiter? Es ist offensichtlich zum Draufstellen, aber... Okay, da ist irgendwas, das gucken wir uns gleich an. Vorher nochmal unbedingt diesen Zettel lesen. Und ein Volk führte Krieg auf den Feldern meines Sommers. Sonnes? Ich kann es schwer lesen gerade. Sohnes.
in Exetz Israel. Mein Land liegt wüst, doch meine Saat hält Stand gegen Babylon und das Assyrische Reich und Rom. Doch gefallen an den Muselmann, enttäuscht in den Kreuzzügen und verraten zur Zeit der pharisäischen Zöllner. Baruchi, Sohn des Nerija, schrieb die Worte des weinenden Jeremia nieder. Die Propheten weissagten falsch und die Priester herrschten in ihrem Amt und mein Volk hat's gerne also. Okay. Viertens, sei belehrt an Ezekiel, ehe sich mein Herz von dir wendet, lass dein Gesicht nicht unbeschnitten. In deiner Jeremiade wirst du nicht nur Tränen weinen müssen, selbst Blut musst du weinen. Und Donny O'Sullivan Knoten schrieb, ich kann's wirklich kaum lesen, Mann, schrieb seinen Namen als Ezekiel auf das Banner der Ewigkeit. Mit eiserner Klinge schrieb er I in sein Auge und es war geöffnet und blutete und sein Gesicht war gewaschen von Tränen und Blut. Sechstens. Also sprach der Herr, jetzt werde ich dir die Wahrheit zeigen, denn du schnitzt in dein eigenes Gesicht im Bunde mit mir. Offensichtlich bist du ein absoluter Volldepp, der jeden Shit macht, den ich ihm sage. Insofern bist du leicht manipulierbar und richtig, richtig hohl. Doch das sagte ich schon. Doch da deine Aufmerksamkeitsspanne aufgrund deiner Hohlheit so gering ist, wiederhole ich das noch ein paar Mal. Und der Herr sprach, es war nicht dein Auge, das du herausgeschnitten hast, sondern eine Schuppe, die du für ein Auge hieltest. Und nun kannst du sehen, auch wenn du einäugig bist und alles, was ich sage, überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber mit diesem neuen Anti-Schuppen-Augen-Shampoo, das ich dir verkaufe, für nur 15,20 Euro in der Rocket Beans Werbefensterzeit, kannst du deinen Glauben wiederherstellen. Vertraue mir und kaufe ein. PS, bitte benutze den RevShare-Link und du bist wirklich sehr, sehr dumm. Ich wäre gerne Gott. Also im Ernst, wenn ich Leuten Eingebungen geben könnte, du kannst so mit denen rumtrollen, du kannst sie komplett manipulieren, du kannst sie völlig wahnsinnig machen. Morgen sagst du, ey, übrigens, ich will, dass du dein Haus abbrennst. Und übermorgen sagst du, und der, der kein Haus hat, möge in den Flammen der Hölle untergehen. Und dann wird die arme Sau, die dir alles geglaubt hat, wird völlig wahnsinnig irgendwann. Oh Gott, er hat auch noch eine Brille. Na, oh, okay. Oh, Jesus! Then you'll have. God wants me dead? Okay. So, jetzt haben wir die Stimme auch des Protagonisten. Und der Antagonist, den haben wir jetzt auch gesehen. Großer, dürrer Typ. Mit einer fiesen Kreuzaxt. Hier könnte ich mich verstecken, aber warum sollte ich das? Oh, wie gerne hätte ich diese Taschenlampe. Die würde mir sehr helfen. Würde mir sehr gefallen. Ich finde, sie haben es sehr schön gelöst. Wie sie das ständige Gefühl von so einem tobenden, tosenden Wind durch den Level ziehen. Mit so kleinen Details wie auch dem Sound natürlich. Aber auch visuelle Clues. Finde ich sehr schön gemacht irgendwie. Irgendwie gibt das dem Ganzen so eine gewisse Einödigkeit. Was soll man hier drücken? Was ist das für ein... Ah.
Plan. Ich höre hier aber gar nichts. Weiß nicht genau, wo ich hinhören soll. Oh, hide you in the blood. Hide you in the blood. For the storms are raging high. Oh, hide you in the blood. Hide you in the blood. Gut. Das ist nur der Verrückte, der hier rumsingt. Das macht er immer nachts. Warum kann ich nicht einfach irgendeine Axt nehmen? Ich nehme mal an, hier geht's nicht weiter. Also muss ich ja irgendwie mich mit ihm befassen. Auch direkt, ja, was hat er denn da in der Hand? Okay, das ist so ein echtes Dönermesser. Oh, da ist ja auch noch einer. Foxes. Foxes walk upon. Damn, so hard as fate. Because the mountain is on was desolate. Foxes walk upon it. For these things are eyes of dig. Damn, so hard as fate. Ich versuche es natürlich, den nicht aufzufallen. Aber gleichzeitig muss ich die auch ein bisschen im Auge behalten. Und ich darf auch nicht allzu viel Energie, Batterien verbrauchen. Deswegen sieht es für euch jetzt ein bisschen konfus aus, weil ich hier echt nur im Grünzeug, im hübschen Grünzeug rumlaufe. So, was ist mit ihm? Kommt er nochmal zurück? Ja. Oh Gott, hoffentlich sehe ich mich nicht. Er sieht mich! Er sieht mich! Er hat mich gesehen! Er hat mich gesehen, das war gar nicht gut. Oh, da kommen schon wieder die roten Flecken. Nein, ich möchte hier bleiben. Ich möchte nicht geopfert werden. Ich bin unopferbar. Hör doch mal auf jetzt. Was ist los? Wo bin ich? Ah. The fuck was that? Ja. Okay. Sind die jetzt? Oh, irgendwas passiert mit denen. Jetzt wäre der richtige Moment, um sie umzubringen. Daddy. Daddy, help. Fire. Lamp still, Daddy. Please. Daddy, oh God. I can't even see. Daddy, help. Like they're... It's like they're hypnotized. Das ist sehr spannend, wirklich. Ist ganz toll. So, ich lese wieder weiter vor. Meine Liebe, versuch stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerecht werden wollen. Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein, Philipp.
Also, gibt uns nie mehr, als wir tragen können, ist natürlich ein schöner, frommer Wunsch. Aber sag das mal den ganzen Gewichthebern, die ein paar Kilo zu viel auf ihr Gewicht gepackt haben und daran zerbrochen sind. Wortwörtlich zerbrochen. Es gibt diese Gewichtsheber, da bin ich mir ganz sicher. Und sie würden das anders sehen. Okay. Führe meine Hand. Das werden wir tun. Und ich wünsche euch jetzt auch zum Ende dieser Folge, dass Gott eure Hand führt. Und zwar mit der Maus auf den Daumen hoch auf YouTube. Oder in den Chat, wo ihr sagt, das war aber toll. Oder. Sucht euch irgendwas aus, wohin euch Gott führen soll. Denn das war das Ende der ersten Folge After Dark Outlast 2. Es gefällt mir sehr gut. Es hat eine schöne Stimmung. Ich bin gleichzeitig auch ein bisschen skeptisch, wie lange das trägt, wie lange die Stimmung alleine darüber hinwegtrösten kann, dass ich keine Kettensäge in die Hand bekomme und mich nicht wehren kann und immer nur in dreckige Öltonnen kriechen darf oder mich im zeckenbewehrten Dschungel des Waldes verstecken kann. Wir müssen mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wo es hinführt. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon gar keinen Bock mehr, da zu sein. Und ich frage mich, warum alles für die Frau? Warum kann die Frau nicht mal mich suchen kommen? Warum kann die nicht mal das ganze Spiel auf der Suche nach mir durchqueren? Warum muss es immer der Mann sein, der die Frau rettet? Gleichberechtigung, auch in Horrorszenarien. Das ist die Forderung, mit der ich euch alleine lasse. Denkt mal drüber nach. Bis dann.